Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde des Mozartfestes und des Mozartlabors, ich begrüße Sie ganz herzlich zu dem Vortrag von Dr. Werner Klüppelholz, Alle Tiere werden Brüder, Beethovens Rückkehr zur Erde in Mauritius Kagel, Film Ludwig Fang. Herr Dr. Klüppelholz, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie zu uns gekommen sind mit diesem Vortrag. Und ich möchte kurz sagen, wie es dazu kam, dass wir uns überlegt haben, heute Abend diesen Vortrag zu verbinden, auch mit der Vorführung des Filmes Ludwig Fang von Maurizio Kagel. Sie sind Musikvermittler, Musikjournalist, Musikpädagoge, hatten eine Professur für Musikpädagogik an der Universität Siegen inne und sind aber als Musikwissenschaftler sehr beschäftigt, intensiv mit der neuen Musik und haben, kann man so sagen, eine Kagel-Expertise. Seit nahezu 50 Jahren beschäftigt sich Herr Klüppelholz mit Maurizio Kagel, mit seinem Schaffen, mit seinem Wirken und mit seinem Werk. Und da sind wir darauf gekommen, dass wir uns in diesem Jahr einerseits in der 99. Saison des Mozartfestes befinden und andererseits uns in diesem Tun konfrontiert sehen mit dem Jubiläum des 250. Geburtstages von Ludwig van Beethoven. Und wir haben gesagt, natürlich können wir keinen Bogen darum machen, sondern wollen das zum Thema dieser Saison machen und haben uns Fragen gestellt zu Themen von Jubiläen. Was machen wir im Jubiläumsjahren mit dem Werk des Komponisten? Wie gehen wir überhaupt um mit Jubiläumskampagnen? Was bedeuten unsere Kampagnen für das Werk dieser großen Künstler? Wir fragen uns das als Mozartfest natürlich jedes Jahr aufs Neue bei der Formulierung und Themensetzung unserer Motti. Und so haben Sie gesagt, schauen wir doch mal 50 Jahre zurück ins Jahr 1970, als Maurizio Kagel den Film Ludwig Fang kreiert hat, gedreht hat, gemacht hat. Und was ist es? Es ist ein radikaler Kunstfilm, der abrechnet, der bloßstellt das, was wir machen mit Jubiläumskampagnen, mit Jubiläen, mit Komponisten, wie wir sie eigentlich zerhacken und missbrauchen. Und da fiel mir ein, dass Nikolaus Harnoncourt im großen Jubiläumsjahr 2006 zu Mozart in seiner Eröffnungsrede auf den Punkt gebracht hat, was immer wieder in diesen Jubiläumsjahren passiert. Er sagt nämlich, jetzt bejubeln wir ihn, als wollten wir uns selbst bejubeln. Er verlangt etwas von uns mit der unerbittlichen Strenge des Genies und wir bieten ihm unsere Jubiläen mit ihren Umwegrentabilitäten und lassen seine Töne zerstückelt aus allen Werbekanälen tropfen. Ich glaube, da sind wir genau da, was uns auch in diesem Jahr mit manch aufgeblasener Jubiläumskampagne entgegensprang. Was dient das dem Werk Beethovens? Nikolaus Harnoncourt sagte auch, Mozart braucht unsere Jubiläen nicht, wir brauchen ihn. Und wir werden das weiter thematisieren in den nächsten Tagen im Mozartlabor. Übermorgen wird es eine Podiumsveranstaltung geben, wo wir uns auch darüber unterhalten werden, was diese Jubiläumskampagnen, diese Komponistenjubiläen alle Jahre wieder bedeuten und inwieweit sie dem Werk der Komponisten und dieser Künstler dienen. Ich bedanke mich, dass Sie da sind. Sie werden in der nächsten Stunde einführende Worte sagen zu dem Film von Kagel und danach sehen wir den 90-minütigen Schwarz-Weiß-Film Ludwig Fang. Dankeschön, Herr Klüppelholz. Alle Tiere werden Brüder. Beethovens Rückkehr zur Erde in Maurizio Kagels Film Ludwig Fang. Unter Komponisten ein bislang einzigartiger Fall, Maurizio Kagel war zugleich ein professioneller Filmregisseur. Dem Elternhaus in Buenos Aires gegenüber residierte das größte argentinische Filmstudio, wo der junge Kagel zuweilen als Statist engagiert wurde, einmal in einem Streifen mit Evita Perón. Seinen fast blinden Lehrer Jorge Luis Borges begleitete Kagel regelmäßig ins Kino, Western, und schrieb Filmkritiken für dessen Literaturzeitschrift.
Gemeinsam mit Freunden rettete er Filmrollen, deren Aceton während und nach dem Zweiten Weltkrieg benötigt wurde, vor der Vernichtung und gründete damit die argentinische Cinemathek. Nach dem Borges-Gedicht Muertes de Buenos Aires drehte Kagel seinen ersten Film, der Menschen auf Müllhalden bei der Suche nach Nahrung zeigt und sofort von der peronistischen Zensur verboten wurde. Später konnte er seinen heranwachsenden Töchtern im Fernsehzimmer exakt voraussagen, wann der finale Kuss erfolgt. Doch nicht allein Kagels cineastische Sozialisation, eine zweite Quelle des Visuellen fand er in der Musik selbst. Zu den zahllosen musikliterarischen Lektüren seiner Jugend gehörte auch die Monteverdi-Monographie von Hans Ferdinand Redlich. Schon der Satz aus Monteverdis Vorrede zum 5. Madrigalbuch, dass der moderne Komponist auf den Fundamenten der Wahrheit arbeitet, habe ihn umgehauen, bemerkt Kagel. Und Redlichs Beschreibung des ersten Medienwechsels in der Musikgeschichte, von der tonmalerischen Darstellung des Madrigals zur real sichtbaren Opernbühne, habe ihn elektrisiert. Solche Grenzüberschreitungen führen Kagel zu einem universalen Kompositionsbegriff, nämlich zur Komposition mit nicht klingenden Materialien, ein Programm, das sein gesamtes Schaffen durchzieht. Ich betrachte mich als Komponist, der das Wort Componere ernst nimmt, also zusammensetzen. Wenn man das gelernt hat, kann man klingende oder nicht klingende Materialien benutzen. Sie können mit Tassen, Tischen, Omnibussen und Oboen komponieren und schließlich auch Filme zusammensetzen. Von den 17 Filmen Kagels ist Ludwig van der längste und umstrittenste. Repräsentativ für die entschiedene Ablehnung des Films ist die Kritik von Hilde Spiel in der Frankfurter Allgemeinen. Wer da als zum Freudenchor aus der 9. zwei spielende Äffchen, danach ein Elefant, eine Wildsau, ein Kamel sichtbar wurden, die Nerven verlor, dem war wohl in diesem Augenblick die Inhumanität des ganzen Unternehmens bewusst geworden. Hier wurden Aristoteles, Erasmus, Kant geleugnet, 2.000 bis 3.000 Jahre mühsamen Aufstiegs in eine Begriffswelt, der Beethoven in seiner Musik Ausdruck gegeben hat. Bei der Wiener Uraufführung von Ludwig van am 28. Mai 1970 rief ein empörter Besucher: „Das werde ich Herrn von Karajan melden." Joachim Kaiser hingegen, damals eine Edelfeder im Feuilleton, war eher positiv angetan und meinte, diesen Film dürften nur echte Beethoven-Liebhaber sehen. Ludwig van, mittlerweile ist Kagels Prägung in aller Munde, präsentiert ein anachronistisches Spiel mit den Zeiten aus damals, heute und dem, was dazwischen liegt. Es handelt von den Funktionen, in die Beethoven eingespannt wurde, durch Kulturindustrie, Medien, Wissenschaft oder Politik. Und Ludwig van legt den Gedanken nahe, welchen Sinn Gedenkjahre, Geniekult und museale Aufbewahrung für das Entscheidende besitzen, für das Verständnis der Musik nämlich. Über allem schwebt die Frage, ob ein authentisches Beethoven-Bild überhaupt möglich ist. Kagel artikuliert sie durch ein ständiges Verwischen der Grenze zwischen historischer Wirklichkeit und Erfindung einer möglichen Wirklichkeit. Der Film gliedert sich in zwei große Teile. Im Zentrum des ersten steht das reale, dann ein imaginäres Beethovenhaus und nach einer Fernsehdiskussion geht es im zweiten Teil überwiegend um Geschehnisse seit Beethovens Tod. Eine Besonderheit von Ludwig van ist die Mitwirkung bildender Künstler, die jeweils einen Raum des fiktiven Beethovenhauses gestaltet haben. Bei Kagel, verheiratet mit der Bildhauerin Ursula Burkhardt, war das Interesse an bildender Kunst ebenso stark wie seine Kenntnisse darüber. Und er war fasziniert von der interdisziplinären Zusammenarbeit im Bauhaus, die er im Köln der 1960er Jahre wiederzubeleben versuchte mit dem Verein Labor, gemeinsam mit Wolf Vostell und anderen. Schließlich enthält Ludwig van einige Allusionen und Referenzen auf die Filmgeschichte. Ob Film, Theater oder Musik, für alle Bereiche gilt Kagels kompositorische Prämisse: Ich schreibe Musik, die zum Denken anregt,
wie durch Denken zu ergänzen ist. Seine Gebilde changieren zwischen simpler Eindeutigkeit und extremer Vieldeutigkeit mit allen Zwischenstufen. Anders als beispielsweise Hans-Werner Henze hat sich Kagel stets geschlossenen Fabeln verweigert. Er liefert gleichsam Puzzleteile für Geschichten, die im Akt der Wahrnehmung individuell zusammenzusetzen sind. Alle vermeintlichen Gewissheiten, meine eigenen eingeschlossen, stehen dabei auf schwankendem Grund. Kagels Gedanken, die hinter jedem Detail stecken, lassen sich dreifach klassifizieren. Erstens in solche, die er in Werkkommentaren oder anderen Texten wie Drehbüchern ausdrücklich formuliert hat. Zweitens sind es Gedanken, zu denen er mit Allusionen, Anspielungen, mehrdeutige Spuren legt, die mithin permanent Fragen aufwerfen. Die dritte Kategorie trägt die Aufschrift vollkommen unklar, rätselhaft. Denn das ist eines der grundlegenden Paradoxa bei Kagel. Zum einen zielte er auf Kommunikation, er wollte von Hörern und Betrachterinnen verstanden werden, weshalb er zu Fragen nach dieser oder jener Bedeutung im Gespräch bereitwillig Auskunft gab. Zum anderen wollte er unbedingt eine Beeinflussung des Publikums vermeiden. Jeder Mensch möge zu seinem persönlichen Verständnis gelangen, weshalb er niemals seine Gedanken und Hintergedanken notiert hat und sein umfangreicher Nachlass in diesem Punkt leer ist. Bereits die erste Sequenz von Ludwig van, die nicht im Drehbuch steht, sondern nachträglich eingefügt wurde, konfrontiert uns mit diesem Problem. Ein Mann, es ist der Künstler Stefan Wewerka, rasiert sich im Badezimmer vor dem Spiegel und murmelt etwas über Beethoven. So beginnt ebenfalls der Film Mörder aus dem Jahr 1930 von Alfred Hitchcock, einer von Kagels filmischen Hausheiligen, mit dem gesprochenen inneren Monolog eines Mannes beim Rasieren, der dazu allerdings Wagners Tristan hört. Hitchcocks Mörder spielt im Milieu wandernder Schauspieler und im Mittelpunkt der Handlung steht eine Frau, die bitteres Unrecht erleiden muss. Warum diese Parallele zu Hitchcock? Kagel verknüpft ständig seine Gegenwart mit der Vergangenheit. Nur zwei Beispiele. Als der Spiegel ihn um eine Reaktion auf Stockhausens unsägliche Äußerung zum 11. September bat, das größte Kunstwerk in der Geschichte der Menschheit, entgegnete Kagel, die Futuristen seien noch schlimmer gewesen. Oder als sich sein Gesundheitszustand weiter verschlechterte, mit dem Tod vor Augen, schrieb er das Orchesterlied »In der Matratzengruft« auf letzte Gedichte des Heinrich Heine, der am Lebensende ganz ähnlich leiden musste. Liegt in der verfolgten Unschuld bei Hitchcock also ein Motto des Films, meint Kagel, Beethoven sei es in der Nachwelt ähnlich ergangen, was freilich ein ziemlich kryptisches Motto wäre. Der Mann in Ludwig van rasiert sich im Übrigen doppelt, nass und gleichzeitig elektrisch, eine der immer wiederkehrenden Irritationen Kagels im Bild. Der Ton kennt nichts anderes als Verstörung. Kagel nimmt eine Vielzahl von Fragmenten aus Beethovens Werken und instrumentiert oder uminstrumentiert die meisten für ein Zufallsorchester, das er schon bei Monteverdi kennengelernt hat und hier, in Zeiten des Kalten Krieges, gesamtdeutsches Kammerorchester nennt. Das Zufallsorchester in Ludwig van besteht aus 14 Blas-, Streich- und Zupfinstrumenten plus Klavier und Gesang, die einen äußerst rauen und unproportionierten Klang ergeben. Feuerwehrkapelle bei Karl Valentin. Kagels Bearbeitung darf als perfekter Gegensatz zu den glatten Interpretationen gelten, mit denen namentlich Karajan das Musikleben jener Zeit dominierte. Die Musik, spricht Kagel, soll klingen, wie Beethoven sie hörte, also schlecht. Der Beethoven, der in Bonn aus dem Schnellzug Wien-Hoek van Holland steigt, ist freilich bereits völlig ertaubt. Nichts aus seiner Umwelt kann er mehr hören, einzig seine eigene Musik mit dem inneren Ohr. Im Unterschied zu den vielen Beethoven-Spielfilmen zuvor wird der Titelheld nicht von einem Schauspieler gemimt, Fritz Kortner oder Ewald Balser, sondern in Ludwig van ist er die Kamera, mit ein paar zeitgenössischen Requisiten wie Schuhe und Handschuhe angedeutet.
Alle Einstellungen im ersten Teil des Films sind mit Beethovens Augen gesehen. Wenn auch oft gleichsam mit wackelnden Augen, denn die Kamera befindet sich nicht auf einem Stativ, vielmehr auf der Schulter des gehenden Kameramanns. Diese Art des Drehens wird entfesselte Kamera genannt, zum ersten Mal 1924 angewandt im Film Der letzte Mann von Friedrich Wilhelm Murnau, eine weitere filmische Bezugsgröße für Kagel, der etwa in einer Version seines Films MM51 eine Montage aus Murnaus Streifen Nosferatu, eine Sinfonie des Grauens, verwendet. Beethoven verlässt den Bahnhof und spaziert durch die Stadt seiner Geburt. Im Drehbuch heißt es, seine Augen irren wahllos zwischen den verschiedensten Motiven. Verständlicherweise, denn dieses Bonn hat er noch nie gesehen. Beethoven erblickt sein Denkmal, errichtet beim ersten Beethovenfest 1845 mit zwei darin eingemauerten Partituren, die der 9. und die der Missa Solemnis. Und er stößt auf einen Straßenmusiker, dessen Zither Kagel sogleich in das Scherzo der 9. Sinfonie einbezieht, das hier erklingt. Dann gelingt Beethoven zu einem Schallplattengeschäft, in der Auslage nichts als Platten mit seinen Werken, womit seinerzeit noch viel Geld zu verdienen war. Im Inneren sieht er die um 1970 übliche Art des Probehörens, sozusagen ein Telefonieren mit Beethoven oder in solcher Gleichförmigkeit Musik hören als Fließbandarbeit. Eine der Schallplatten rotiert gar nicht, es ist folglich nichts zu hören, bis Beethoven selbst sie in Bewegung setzt. Die nächste Sequenz handelt in der Kölner Firma EMI und zeigt die profane Herstellung von LPs wie Pizzabacken. Auf dem Etikett zweier Platten prangt ein Apfel. Wurde Beethoven hier mit den Beatles und ihrer Firma Apple vertauscht? Was eine vorausschauende Ironie wäre. Wo Beethoven im Jahr 2020 zu weiten Teilen dem Pop angehört, während die Beatles unter die Klassiker eingereiht werden. Auf eine im Drehbuch vorgesehene filmhistorische Referenz hat Kagel dabei verzichtet. Arbeiter und Arbeiterinnen beim Verlassen der Fabrik mit dem Zusatz Hommage à Lumière. So hieß einer der ersten Versuche der Gebrüder Lumière, den französischen Erfindern des Films. Ein Thema dieser Passage ist gewiss die Existenzform klassischer Musik als Ware und Konsumgut, die diametral ihrer Natur widerspricht. Die Hammerklaviersonate, heute nicht überflüssig zu betonen, ist keine Pizza. Noch bedeutsamer indes scheint das damit verknüpfte Thema der Medialisierung von Musik. 1828, ein Jahr nach Beethovens Tod, hört Hector Berlioz in Paris dessen Streichquartett Opus 131 und berichtet in der dritten Person. Plötzlich ergriff ihn ein seltsames Zittern und sein Puls hämmerte wie im Fieber. Voller Erstaunen wandte er sich seinem Nachbarn zu und sah in ein bleiches Gesicht, auf dem Schweißtropfen perlten. Immer stärker fühlte er, wie auf seiner Brust ein Druck lastete, der ihn zu ersticken drohte. Seine Haut sträubte sich und seine Zähne schlugen aufeinander. In seiner Leidenschaft waren alle seine Nerven schmerzhaft angespannt, bis er beim Finale in Tränen ausbrach und die unsagbar qualvolle, doch süße Erregung sich löste. So wurde einst Musik gehört. Bereits 1938 hingegen notiert Theodor Adorno, für den Beethoven den höchsten Gipfel der Tonkunst bildet. Stichhaltig ist der Verdacht, dass der Begriff der großen Musik selber nur einem Augenblick der Geschichte angehöre, dass die Menschheit im Zeitalter der allgegenwärtigen Radios und Grammophonautomaten die Erfahrung von Musik überhaupt vergesse. Weil durch solche Geräte eine ständige Entwertung der Musik einhergeht, sie ist stets so leicht verfügbar wie Wasser aus der Leitung. Implizit ist in den Schallplattensequenzen von Ludwig van eine der beiden Figuren erwähnt, die seit Beethoven die Welt fundamental verändert haben, Thomas Alva Edison, der Erfinder des Phonographen, aus dem alles Weitere folgte. Die zweite Figur erscheint dagegen durchaus explizit. Beethoven erreicht sein Geburtshaus in der Bonngasse, davor überraschend gerade eine Baustelle, und zieht an der Klingel. Ein uniformierter Mann öffnet ihm, von dem es im Drehbuch heißt,
Dieser zeigt eine frappierende Ähnlichkeit mit einem anderen deutschen Führer unseligen Angedenkens. Unter der steifen Mütze mit der Inschrift Beethoven, Haus Bonn, Fremdenführer fällt ein Schopf hellgrauer Haare auf die rechte Augenbraue. Auch der winzige viereckige Schnurrbart ist fast weiß geworden. Einen solchen Fremdenführer hat es in der Realität dort nie gegeben. Kagel lässt Beethoven mit Hitler zusammentreffen, der 1969 80 Jahre alt gewesen wäre, und deutet damit auf ein verheerendes Kapitel deutscher Geschichte wie Musikgeschichte. Seit seinem Tod ist Beethoven für politische Zwecke instrumentalisiert worden wie kein anderer Komponist jemals. Zunächst im Kampf um Demokratie und Bürgerrechte, seit der Gründung des Deutschen Reiches 1871 im Dienst von Nationalismus und Chauvinismus. Nur wenige Beispiele. Deutschland überfällt im Ersten Weltkrieg das neutrale Belgien, richtet es übel zu und überzieht anschließend das Land mit Beethoven-Konzerten, um seine Untaten moralisch zu legitimieren. Soll heißen, hört her, die Deutschen sind keine Bosch, denn sie haben ja Beethoven als höchstes Kulturgut der Menschheit hervorgebracht. Der obersten Heeresleitung gilt Beethoven als natürliche Hilfstruppe, die ebenfalls die eigenen Leute unterstützen soll, nach der Devise, den Säbel in der rechten Beethoven. Der gleich kulminiert im Dritten Reich. Von Beethoven zu Hitler lautet wörtlich das Geschichtsverständnis des Musikwissenschaftlers Arnold Schering. Folgerichtig wird Hitler zum Held der Eroica und der 5. Sinfonie gleich mit, die vom Schicksal eines Volkes handelt, das endlich seine Dürrer gefunden hat. Oder die Bevölkerung von Eupen-Malmedy, die nach dem Versailler Vertrag wieder zu Belgien gehörte, identifiziert man mit den Gefangenen im Fidelio, die der Führer jedoch bald befreien wird. 1939 heißt es termingerecht, wer Beethoven liebt, liebt auch den Krieg. Der Fremdenführer des Beethovenhauses, wie an einem solchen Ort normal, zeigt zunächst seinem Besucher einige reale Objekte, Hörrohre oder Totenmasken und als ersten Raum den Weinkeller, der noch das Aussehen von 1770 bewahrt hat. Beethovens Großvater, der Bonner Hofkapellmeister, handelte nebenbei mit Wein und sein Vater, der Hoftenorist, konsumierte ihn in großen Mengen, was die moralstrengen Nazis allerdings nicht hinnehmen mochten. Wer Beethovens Vater für einen Trinker hält, verkennt völlig die Bedeutung des Alkohols in der rheinischen Kultur. Wie wahr, kann ich als Rheinländer nur beipflichten. Nun treten die bildenden Künstler in Aktion, beginnend mit Josef Beuys. Er lässt Feuer aus einem Gulli züngeln, darunter liegt der Beginn der 9. Sinfonie. Das Feuer vielleicht im Gedanken an ein vaterländisches Lied, wo es in der ersten Strophe heißt, Flamme empor, steige mit loderndem Scheine auf die Gebirge vom Rheine glühend hervor. Diese unbeholfenen Verse stammen aus dem Jahr 1814, dem Anfang von Beethovens Verstrickung in den deutschen Nationalismus, der mit Napoleon einsetzt. Dieser erscheint bald darauf als Maske vor dem Gesicht von Beuys, dazu dessen Räusperlaute. Mit solchem Text hatte Beuys schon eine längere Rede zur Semestereröffnung an der Düsseldorfer Kunstakademie bestritten. Nach der von Beuys gestalteten Küche des Beethovenhauses, gedreht im Bett seines eigenen Schlafzimmers, geht es in Beethovens Badezimmer. Es wurde von Dieter Roth eingerichtet, dessen Spezialität die Arbeit mit verderblichem Material war. Für die 100 Beethoven-Büsten dieser Sequenz benutzt Roth Schmalz und schokoladenüberzogenes Marzipan und legt sie in eine mit Wasser gefüllte Badewanne. Sie werden einzeln herausgenommen und Beethoven sieht, dass jede Büste unterschiedlich deformiert ist, wie die Beethoven-Bilder im Laufe der Geschichte oder die danach im oft gesprochenen B-Wörter. Dazu erklingt das Thema und die erste Variation aus dem Andante der Klaviersonate Opus 109, gesetzt für Streichquartett und vergleichsweise schön gespielt. Ein Moment von tiefem Ausdruck der Vergänglichkeit. Es folgt das Wohnzimmer von Ursula Burkhardt, in dem indes niemand wohnen kann. Sämtliche Möbel sind mit Aluminium überzogen, erstarrt und musealisiert,
was Kagel noch mit einem museumsüblichen Seil darum betont. Das führt zu der in Ludwig van ständig stumm gestellten Frage, welchen Sinn Erinnerungsstücke und Museen überhaupt haben, die Adorno in seinem Essay Valerie Proust Museum so beantwortet. Der Ausdruck museal hat im Deutschen unfreundliche Farbe. Er bezeichnet Gegenstände, zu denen der Betrachter nicht mehr lebendig sich verhält und die selber absterben. Sie werden mehr aus historischer Rücksicht aufbewahrt als aus gegenwärtigem Bedürfnis. Museum und Mausoleum verbindet nicht bloß die phonetische Assoziation. Museen sind wie Erbbegräbnisse von Kunstwerken. Sie bezeugen die Neutralisierung der Kultur. Mithin die Distanzierung vom realen Leben, die die musealen Objekte auch in Ludwig van läppisch werden lässt. Der Fremdenführer, der jetzt seine Hitler-Frisur preisgibt, liest derweil im Buch Beethovens äußere Erscheinung von Theodor von Frimmel aus dem Jahr 1905. Ein Thema, das bei den Nazis hochrelevant wird, war doch bei Beethoven, ihrem Begriff schlechthin für nordischen Heroismus, das Ariatum seiner äußeren Erscheinung so unsichtbar wie bei Hitler. Weshalb im Dritten Reich zumindest Beethovens Augenfarbe, die auf allen zeitgenössischen Abbildungen dunkel ist, in germanisch-nordisches Blau verwandelt wurde. Der Fremdenführer gerät selbst in die Musealisierung, indem er eine Aluminiummütze aufsetzt. Im Kinderzimmer, so Kagels Absicht, sollte die lädierte Umgebung von Beethoven reflektiert werden, der moralische Firnis der Provinz im späteren 18. Jahrhundert. Auch die Enge der Biedermeierzeit, die freilich ins 19. Jahrhundert fällt. Stefan Wiewerka setzt dies um mit Möbeln, die zu klein sind zum praktischen Gebrauch, auch für Kinder, und dadurch, dass es im ganzen Raum keinen einzigen rechten Winkel gibt. Das Zentrum des imaginären Beethovenhauses bildet selbstredend das Musikzimmer. Der tschechische Künstler und Schriftsteller Jiří Kolář hatte bereits eine Mozartbüste mit Noten beklebt, weshalb Kagel ihm das Musikzimmer anvertrauen wollte, doch der regimekritische Kolář bekam keine Ausreisegenehmigung. Daher machte Kagel sich selbst ans Werk. Alles im Raum, Wände, Möbel, Klavier, Telefon, Aschenbecher, Lampe oder Locher, ist mit Noten Beethovens bedeckt, außer den beiden Wiener Mitmeistern auf Pappe. Dienen sie zur Inspiration Beethovens oder zur Kontrolle seines Komponierens? Haydn hätte für Kontrolle plädiert. Das Licht ist hier extrem flach, um den Unterschied zwischen Vorder- und Hintergrund zu verwischen und den Eindruck eines Ozeans von Noten zu verstärken. Solches Vorgehen führt allerdings weniger zu einer Collage, wo aus heterogenen Einzelheiten ein Ganzes entsteht, als vielmehr umgekehrt zu einer Decollage, wo ein Ganzes in seine Einzelteile zerlegt wird, wie es Wolf Vostell etwa mit Plakaten oder Zeitungen unternahm und Kagel in Ludwig van mit Beethovens Musik, möglicherweise von Vostell dazu angeregt. Ein Remix avant la lettre. Die Aufhebung von Vorder- und Hintergrund könnte in Beziehung gesetzt werden zu Kagels Verständnis der Musikgeschichte, das im entschiedenen Gegensatz zu dem seiner fortschrittsgläubigen Generationsgenossen Boulez oder Stockhausen stand. Die Moderne währt bereits 400 Jahre, bemerkt Kagel, ohne Vorher und Nachher, Vordergrund und Hintergrund. Und ein Fortschritt in der Musik existiert nicht. Lediglich ein Wandel der Sprache. Die musikalische Sprache des Musikzimmers tendiert allerdings zur neuen Musik. Indem die Instrumentalisten umso geräuschhafter spielen sollen, je unschärfer die Notenfragmente sind und indem ihre Einzelstimmen simultan erklingen. Immerhin ist es Beethoven, der den Beginn der neuen Musik markiert. Denn zum einen hält er sich nicht länger an kompositorische Konventionen, zum anderen handelt er sich damit in Wien ähnliche Rezeptionsprobleme ein wie 100 Jahre später Arnold Schönberg. Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen findet sich im Abstellraum. Er entspringt einer Idee von Robert Filliou, französischer Fluxuskünstler, der auch zeitweise eine Galerie betrieb, in seiner Mütze.
Der Abstellraum birgt einen riesigen Stapel von Partituren, die beim Öffnen der Tür herausfallen, was Karl mit einer klanglichen Geste begleitet, die in der Filmmusik Mickey Mousing heißt. Es sind ausschließlich Komponisten nach Beethoven, die ihm entgegenstürzen. Liszt, Reger, Webern, Bartok, Schönberg, in Großaufnahme Karl Marx und Friedrich Kiel. Auch die beiden Letzteren, obwohl nicht in die Unsterblichkeit eingegangen, waren schließlich treue Diener im musikalischen Weinberg des Herrn. Oder gebietet ein Pluralismus, der von allen Qualitätsunterschieden absieht, die Erwähnung solcher Namen? Oder verdienen sie nur ein mitleidiges Lächeln, weil ihnen der Höhenkamm Bartoks, Schönbergs und vor allem Beethovens unerreichbar war? Kagels weites musikalisches Herz hätte vermutlich Antwort A bevorzugt, treuer Diener. Der Besuch im Beethovenhaus endet im Garten, wo zwischen einer Unmenge an Wäsche ebenfalls moralische Sinnsprüche jener Epoche flattern sollten, von denen allerdings nur der Beethoven-Satz »Der Mensch muss sich selbst bezwingen« übrig geblieben ist. Seine Noten wurden übrigens auch gewaschen. Vielleicht in Erinnerung an den Musikwissenschaftler François-Joseph Fétis, der die Dissonanz vor der Reprise der Eroica in eine Konsonanz gesäubert hat. Beethoven begibt sich nun auf eine Fahrt über den Rhein, natürlich heißt das Schiff Cäcilie. Die Musiker des gesamtdeutschen Kammerorchesters spielen zwar aus den Klaviersonaten Opus 7, Opus 26 und der Leonoren-Ouvertüre, doch sie verstecken sich vor Beethoven. Haben Sie solche Furcht vor der Anwesenheit des Komponisten, wie etwa die Musiker, die unter Stockhausen spielen mussten? Eine Kameraeinstellung hält auf die Antriebsstangen des Schiffs. Darin dürfte eine Anspielung auf den Schluss von Eisensteins Film Panzerkreuzer Potjomkin liegen, wo die meuternden Matrosen nicht von ihren zaristischen Kameraden niedergeschossen werden, sondern in die Freiheit entlassen. Dem folgt das Befreiungssignal des Fidelio, auf dem Ernst Bloch sein Prinzip Hoffnung aufgebaut hat. Beethoven selbst bläst es auf der Trompete über den Rhein. Hier haben wir eine der Passagen Kagels, wo sich historische Querverweise gleichsam zu Knotenpunkten der Bedeutung verdichten. Dem schließt sich, genau in der Mitte des Films, der internationale Frühschoppen mit Werner Höfer an, 1969 die einzige politische Talkshow im Fernsehen. Vor allem das Statement von Heinz-Klaus Metzger atmet den politischen Geist jener Zeit, die das revolutionäre Potenzial Beethovens hervorhob, etwa mit der Deutung, Beethovens Violinkonzert meint Demokratie, also Sozialismus. Den Frühschoppen wie auch anderen Stellen des Films gehen Ansager und Ansagerinnen voraus, wie es seinerzeit im Fernsehen Brauch war. Doch statt attraktiver Jugendlichkeit sind es alte Menschen, für Kagel idealerweise sogar Greise. Und ihr Sprechen ist alles andere als professionell. Ein leiser Einspruch gegen das glatte Aussehen und Funktionieren im Fernsehen. Die nächste Sequenz mit einem angeblichen Nachfahren Beethovens greift einen amerikanischen Zeitungsartikel von 1969 auf, betitelt »War Beethoven ein Mulatte?« In den USA mutierte er zur gleichen Zeit auf einem Plakat der schwarzen Bürgerrechtsbewegung gar zu einem Schwarzen, was den Rassismus der rechtsradikalen Szene hier wie dort erheblich aktivierte. Darauf der Schriftsteller Schuld an der Schreibmaschine, Beethoven als beliebtes Objekt der Geisteswissenschaft bei allen nur erdenklichen Themen. Dem folgt als Überleitung die Mondscheinsonate, die Kagel im Verlauf auseinandernimmt, ohne dabei die Gesetze der Harmonielehre zu missachten. Sie verweist sowohl auf den Mond als auch auf den Fernsehschnellstkurs Klavierpädagogik, die sich bald anschließen. Ein kurzer Zwischenschnitt zeigt Zigarettenkippen in einem Rinnstein. Das ist ein nahezu wörtliches Zitat aus dem Stummfilm L'Âge d'Or, das goldene Zeitalter von Louis Buñuel, wo ein Passant gegen eine Geige tritt, die auf der Straße liegt, dazu Beethovens Violinkonzert. Bei einem anderen Film Buñuels, Le Chien Andalou, hat der surrealistische Wahlverwandte Kagel später sogar einmal sein Gelübde gebrochen, niemals Filmmusik zu schreiben. Als nächste Sequenz schließt sich eine Art Skelettballett an.
Knochengebilde werden mit Schnüren synchron zum Largo der Klaviersonate Opus 10 Nummer 3 hin und her bewegt, Kiefer beispielsweise, die sich gegenseitig beißen wollen. Historischer Hintergrund dessen sind die schon früh einsetzenden Versuche, Beethoven auch physisch zu idealisieren, im festen Glauben, das Genie sich in der Form des Schädels niederschlagen müsse. Betrachten wir den Abstand von der Nasenwurzel bis zur Haargrenze, also das, was gewöhnlich Kinnstirn heißt, so finden wir, dass dieser Abstand länger ist als der Nasenrücken, wodurch die Berechtigung niedrig sofort erlischt. Nur eine hohe Stirn geziemt dem Genie. Während der Dreharbeiten zu Ludwig van geschah die erste Mondlandung. Kagel verwandelt einen Globus in den Mond mit charakteristischen Kratern. Dazu erklingt nicht die Mondscheinsonate, sondern der Kopfsatz »Das lebe wohl« aus der Sonate Opus 81a mit dem Beinamen »Les adieux«. Das anschließende Beethoven-Wort einer Ansagerin lautet »Die Welt hat ihre Unschuld verloren«. Diese sehr kurze Einstellung hat nur eine einzige Aktion. Eine Hand mit markantem Schatten sticht von oben eine Nadel mit dem deutschen Reichsadler in den Mondglobus. Kagel besaß unglaublich breite Kenntnisse über den Nationalsozialismus. Mich würde daher nicht verwundern, wenn er auch diese Episode gekannt hätte. Nachdem Hitler bereits halb Europa erobert hatte und ebenfalls beim Überfall auf die Sowjetunion anfangs sehr erfolgreich war, fand Juni 1941 in Brest-Litowsk ein Treffen Hitlers mit Mussolini statt, der bemerkte, wenn der Führer weiter so sieht, bleibt nur noch der Mond. Bei Kagel ist der Claim schon abgesteckt. Nun ein provinzieller Liederabend, wo alles schief geht, mit dem Licht, der Kamera, der Sänger aus der Tonart entgleist und am Ende ein geisterhaftes Echo erklingt. Solch ein Echo verwendet Kagel ein weiteres Mal in dem Klavierstück Passé Composé von 1994. Das ist ein Begriff aus der französischen Grammatik, der bedeutet, das Passé Composé beschreibt eine Handlung, die in einer bestimmten oder unbestimmten Vergangenheit durchgeführt wurde und die man in Beziehung zur Gegenwart betrachtet. Das Spiel der Zeiten in Ludwig van ist ebenfalls eine komponierte Vergangenheit mit einer bedenklichen Beziehung Beethovens zur Gegenwart. Dann ein weiterer Fernsehschnellstkurs zum Thema Interpretationsenergetik mit der Sturmsonate, wo zum ersten Mal die Tiere ins Bild kommen und die Sequenz Beethoven der Höhlenbewohner. Dies wiederum ist ein Blick in die reale Vergangenheit, wurden doch Beethovens Wohnungen von mehreren Zeitzeugen als das reinste Chaos beschrieben. Darunter liegt die 20. Diabelli-Variation, tönend wie Wagners Drache. Klaus Lindemann, der zwar Klavier studiert hatte, doch später Regisseur innovativer Musikfilme wurde, verwandelt sich jetzt in die Pianistin Linda Claudius Mann, alias Elli Ney, Tochter eines Feldwebels und einer Klavierlehrerin, aufgewachsen in Bonn. Früh schon gebärdete sie sich als Hohenpriesterin des Gottes Beethoven und las vor ihrem Spiel aus dem Heiligen Testament bei Kerzenschein, versteht sich. Sie hatte ihre große Zeit im Dritten Reich als Volkspianistin, wie sie sich nannte, und als glühende Antisemitin, der unerträglich war, einmal für den jüdischen Kollegen Rudolf Serkin einspringen zu sollen. Bis zum Lebensende war Elli Neys Hitlerverehrung ungebrochen, obwohl sie bei ihm keine Unterstützung fand für ihren Plan, aus Bonn ein Beethoven-Bayreuth zu machen. In der Bundesrepublik wurde sie dennoch hofiert vom Bundespräsidenten Heuss und Kanzler Erhard und bei ihrem Tod 1968 hatte die Bundeshauptstadt Bonn Halbmast geflaggt. Bis ins hohe Alter hat Elli Ney konzertiert, zuletzt so mumienhaft aussehend wie in Ludwig van. Sie ernährte sich hauptsächlich von Rohkost und Säften. Kagel lässt sie Milch trinken, aber auch eine Zigarette rauchen. Ein Sakrileg für alle wahren deutschen Frauen. Zuweilen ist die Wahl der Musik in Ludwig van arbiträr. Es könnte auch eine andere sein. Nicht so in der Elli Ney-Sequenz.
Die Wiederholung des C-Dur-Akkords vom Beginn der Waldstein-Sonate, hier mit groben Akzenten, ist die perfekte Unterlegung der Handlung, die im unendlichen Wachsen der Haare Elinais besteht, bis auf 4 Meter. Als Zeichen für das Immergleiche im klassischen Konzert, gerade mit Stücken von Beethoven, oder für die Unverbrüchlichkeit einer politischen Gesinnung? Nach der Elinai-Sequenz sehen wir Bilder aus dem Kölner Zoo und, korrespondierend zur Bariton-Sequenz, Aufnahmen von der Probe eines Männerchors. In einer haben die Sänger Augenbalken, in einer anderen Einstellung sind ihre Köpfe von der Kamera abgeschnitten. Eine Referenz auf die abgeschnittenen Köpfe der Aristokraten im Stummfilm »Das Ende von St. Petersburg« von Sewlod Pudowkin. Zuerst entstammt der Text des Schlusses von Ludwig van der Ode an die Freude, dann dem Gefangenenchor aus dem Fidelio. Der Wort-Bild-Bezug ist hier überaus eng. Zum Teil schneidet Kagel die Bilder Millisekunden genau auf die Wörter des Textes. Bei Sternenzelt schaut das Erdmännchen nach oben, bei Kuss sehen wir das Hinterteil des Elefanten, bei O welche Lust dreht die Eule ihren Kopf ruckartig um, ein Uhu im Käfig zu den Worten in freier Luft oder bei der Kerker eine Gruft gehen Hausschwein und Erdmännchen zurück in ihr Gefängnis. Die stärkste Umkehrung dürfte zweifellos in dieser Einstellung liegen. Schillers Ode enthält die Zeilen »Brüder, überm Sternenzelt muss ein lieber Vater wohnen«, auf die der Elefant reagiert, indem er seinen Darm entleert. Und zwar exakt beginnend auf dem Wort »muss«. Kagels Eltern waren nach Argentinien geflohen, um den Judenpogromen zu entkommen, die in Russland nach der Oktoberrevolution besonders brutal wüteten. Die zurückgebliebene Familie verschwand später im stalinistischen Gulag, die Familie seiner deutschen Frau wurde in den Konzentrationslagern ermordet. Wo es manchmal auch Musik gab, etwa in Auschwitz, als 1944 eine Gruppe jüdischer Mädchen gezwungen wurde, vor ihrer Vergasung die Freudenode zu singen. In der Tat wurden Aristoteles und Kant geleugnet, ebenso wie die Humanität und Autonomie Beethovens, den die Nazis als Maske einer Kulturnation missbrauchten, um die Barbarei dahinter zu verbergen. Der Elefant in Ludwig van stellt wortlos die Frage nach der Theodizee. Warum der liebe und allmächtige Vater überm Sternenzelt all das Grauen zuließ, und beantwortet sie auf seine Weise, zweifelnd, ob da einer wohnen muss. Die Pelikanfamilie hingegen, die sich schützend und wärmend aneinander schmiegt, stellt eine andere Frage, ob nicht wenigstens alle Tiere Brüder werden könnten. Zwei Geschöpfe der Einsamkeit kommen noch ins Bild, ein Steinbock und ein Adler. Als Adler hat ihn Robert Schumann bezeichnet, und genau hier ist ein letztes Mal von Beethoven die Rede. Abschließend wiederkäuende Kamele. Ist das Kagels Kommentar zum Beethoven-Jahr 1970? Bestimmt aber ein angemessenes Symbol für das Beethoven-Jahr 2020. Vielen Dank.